Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Ich bin Dom Baume und in der letzten Folge kam es zum Showdown dieser Episode, in der es ums blanke Überleben geht. Ach komm, wir machen einfach weiter. Da drüben ist übrigens unser Kumpel Mark, der winkt uns zu. Ich wink mal kurz. Hi Mark. Und jetzt scheuchen wir sie hier noch ein bisschen die Treppe rauf. Aber ganz vorsichtig. 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 Da. I don't wanna kill you, Lee. Aber irgendwie kann ich das nicht über dich sagen. Dir fehlt ja Mumm. Nein, wir bleiben ganz ruhig. Please don't make this any worse. Just stop. Nur noch ein paar Stüfchen. Nur noch ein paar Stüfchen. Dann haben wir sie endlich da, wo sie hingehört. Sam. Sam. Jetzt. They took Sam. Where's Penny? I said, don't move, asshole. Don't you fucking hurt him. Oh my god. Gott. Let's go, goddammit. Es ist vorbei. Sieh's ein. Andy. Go, get up! Gott. Andy! Who the fuck do you people think you are? Look at what you've done! Wir? Du! You brought this on yourself. No, you did this. All we wanted was a little gas to keep ourselves safe. Ihr wolltet uns essen, verdammt! Laserpointer, wie geil! Oh, okay. Das kann ich schaffen. Auch wenn der irgendwie doppelt so schwer aussieht wie ich. X. Ah, voll in die Zähne. Oh. Es ist vorbei, sieh's ein. Deine Mutter wird gerade gefressen und dein Bruder liegt erledigt in der Scheune. Oh, du hast das Ding wieder repariert, wie ich sehe. Was ist das? Was ist das? Ich drück A. Ich drücke doch A. Nein. Solange du mich festhältst, wirst du auch losgegrillt. Ich drücke doch schon A wie ein Irrer. Ich drücke A wie ein Bekloppter. Nein. Nein. Lilly. Nein. Nein. Ich weiß, ich habe deinen Vater umgebracht. Und ich habe den Typen in der Scheune gekillt. Aber B. Ach, das bin ich in der Pfütze. Ist jetzt mal gut. Und noch eine rechte. Ich finde das so krank, was hier passiert. Ganz ehrlich, ich finde das so krank, was hier passiert ist. Ich muss jetzt diesen Charakter Lee jetzt einfach mal alles rauslassen, was hier gerade schiefgegangen ist. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Ich kann es nicht beschreiben. Was sie mit Mark angestellt haben. Und wahrscheinlich auch mit den Banditen. Come on. Let's go. Is that all you got, Lee? You ain't shit. So siehst du aus. It's over. Fuck you. As soon as Dan and Mama get out here, you're all fucked. Das sehe ich anders. Sind beide tot, Mann. We're both dead. What did you do? What the fuck did you do? Auge um Auge, Junge. Auge um Auge. Don't you dare walk away from me, Lee! Get back here and finish this, Lee! Du nicht. Du wirst leiden. Du wirst hier
dir selbst dein Ende suchen dürfen. Get back here and fight me like a man, Lee! Lee! Das Benzin ist auch alle. Let's go. Hey, Lee. I'm sorry for leaving the motor in unattended. I never thought a laser pointer would be the thing that saved our lives. Mach dir darüber keine Gedanken. Don't worry about it. Das war das Richtige, was du gemacht hast. Were they really chopping up people? For food? Yeah. And Clementine almost ate some. Man, that is sick. Clementine, she doesn't know, right? She didn't see her. I stopped her. This fucking world now. Tied in just unspeakable shit at every turn. Were you guys able to salvage anything good from the dairy? Not really. St. John's took everything I had before the place got completely overrun with walkers. Oh, I was able to grab a couple of your things back while Brenda wasn't looking. Die Kamera. It doesn't work. You have any use for it, Doug? It's just a basic camcorder. The save lot's cheapy. Let me check it out. See if I can get it working. Wie geht's deiner Wunde? Du wurdest angeschossen. I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. Was heißt, du bist nicht mehr der Jüngste? Auf dich wurde gerade eben geschossen? Du hast eine Bauchwunde. Da sagt man nicht einfach, ich bin nicht mehr der Jüngste. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? Wir haben's vergeigt. Nee, alles wird gut. Ich halte zu dir. Ich halte auf jeden Fall zu dir. Also was das betrifft, we'll do what has to be done. Bin ich nach wie vor. You're damn right. Listen, that RV back at the motor inn is just about ready to roll. I want you to come with us. I mean it. Okay. Yeah. Ich will hier auch nicht come mehr bleiben. On, Clementine. Stay close. Lee. Did you have to kill those men? Das hätte ich nicht tun sollen. Das hätte ich wirklich nicht tun sollen. I shouldn't have done that. They were very bad men, Clementine, but that doesn't mean I had to kill them. Why did you? Ich war wütend. I wasn't thinking. I was angry. I was scared. But I did the wrong thing. You should never kill anybody unless you absolutely have to, okay? Okay. Ich weiß, ich bin da nicht das beste Vorbild. Hey, Dad. What's that noise? Sounds like a car. Oh God. No more strangers. Ach stimmt, den Ben haben wir jetzt auch an der Backe. Hm. Das klingt, als ob jemand das Licht nicht ausgemacht hat. Wieso vergessen das Leute? Okay, weil es wahrscheinlich in der Situation eh scheißegal ist. Aber das sieht nach einer sehr hastigen Aktion aus. Kommt raus, ich schieße, hallo. Nicht schießen, wir wollen euch helfen. Erstmal hallo. Hallo? Langsam, okay. Ja, okay. Ich glaube, das ist langsam genug. Muss nicht noch langsamer gehen. Geht, glaube ich, auch gar nicht langsamer. Gut, okay. Ja, ich finde das aber wichtig, Lily jetzt zu erklären, dass das wirklich, also da habe ich mal versucht, Lees Emotionen laufen zu lassen und auch meinen und ihr zu sagen, dass das falsch war, was wir gemacht haben. Aber manchmal verliert man die Beherrschung. Oh, crap. Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. Alter, das können wir verdammt gut gebrauchen.
This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. Das stimmt. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? Ich weiß nicht, also... What if it's not abandoned? Warum what if it is someone's? Warum sollten die das Licht angelassen haben, wenn sie gehen? Ich meine, das blinkt laut. Wenn dein Auto, weiß nicht, wenn du eine Panne hast oder so, dann machst du das dann halt auch aus, einfach. Und vor allen Dingen lässt du den Kofferraum nicht mit Lebensmitteln voll. Die sind vielleicht irgendwo hin, bauen sich ein Camp auf, kommen jede Minute zurück und wollen die Lebensmittel dahin tragen. Ich meine, auch wenn hier nirgendwo einer ist, es wäre eine übelste Verschwendung, das hier rumstehen zu lassen, wenn die tot sind. Aber ich weiß nicht. Ich habe gerade so viel Scheiße gebaut. Ich will nicht noch mehr Scheiße bauen. Ich meine, wenn ich jetzt sage, wir sollten das nicht nehmen, dann werden die doch wohl nicht etwa alle verhungern. Scheiße, ich probier's einfach aus. Ich probier's einfach aus. Im schlimmsten Fall sterben wir alle, dann kann ich vom Checkpoint laden und sagen, wir nehmen's mit. So. You're right. We shouldn't take this. Computerspiellogik. Did you get some meal back there the rest of us missed out on? We have to take this stuff. Ja, genau das ist meine Meinung. Wir haben bereits viel zu viel Schaden angerichtet. We've done enough damage already. What do you mean by that? Come on, Kenny. Between this and the meat locker, you know what it means. Fine. Suit yourself. The rest of us are taking this stuff. Okay, what have we got in here? Look, there's more food in that box. They have antibiotics. What else do they have? Any electronics? Radios? Batteries? Here. Das ist gemein. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Got it? Yeah, I got it. Lee, there's a hoodie in here. Could probably fit Clementine. Das ist doch kein Selbstbedienungsladen, verdammt. She's good. Thanks. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Here, Clem. Want some batteries? Hey, Lee, you know that camcorder? I got it working. You might want to see this. Ah, der von der Hexe aus dem Wald. Okay, sie ist nicht wirklich eine Hexe, aber sie sieht wie eine aus. Und sie hat uns gefilmt. Und sie hat dabei sehr laut gestöhnt. Was macht sie denn da? Scheiß Auto. War das etwa... Oh, darling baby, look at you. Look at you. Oh, nice. Mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? Okay. Ist das etwa wirklich ihre Mutter? Nein, das kann nicht sein. Die ist ganz woanders. Okay. Ich mache hier ein Päuschen rein, weil das Outro sagt mir, es ist Zeit. Ich glaube, wir haben diese Episode jetzt abgeschlossen. Wer war diese Verrückte? Also, ich bin mir sicher, sie war nicht verrückt, aber sie sieht sehr verrückt aus. Darum werde ich sie fortan die Verrückte nennen. War das wirklich ihre... Nein, das war nicht ihre Mutter. Ich bin mir sicher, das war nicht ihre Mutter, sondern irgendeine, die meinte, sie könnte besser auf Clem aufpassen, als wir das tun. Aber da ist sie falsch. Wir sind the big boss of the house. Wir passen auf Clem auf und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin der Baume. Bis soweit ist, sag ich. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Cheerio! Hier ist echt verrückte Dinge geschehen.